Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Also mit den Trailern haben sie sich echt übertroffen. Jedes Vieh hat einen eigenen Trailer und das beim Cat, dachte ich mir, in welchem Film bin ich denn jetzt gelandet? Ach, der ist unten drunter wieder. Oh, was liegt denn hier? Da ist noch eine Laternenraupe, mitnehmen. Jetzt gehört sie dir. Ich hab dich noch getroffen mit der Dämonenwaffe. Stimmt, ich hab jetzt. Moment, wieso hat mich das Brüllen jetzt nicht interessiert? Ich hab doch keine. Weil ich dich mit der Muni wahrscheinlich getroffen habe. Oder hab ich Ohrstöpsel drauf? Weiß ich nicht. Nö, eigentlich nicht. Nee, ich hab keine Ohrstöpsel auf der Rüstung. Die habe ich nur auf. Die habe ich auf meiner eigentlichen Ausrüstung, habe ich glaube ich über eine Dekoration. Streuung! Warte, man kann die hier drin überhaupt treffen? Das ist doch eine Decke. Offensichtlich ja. Ich habe noch die Lockkröte angegriffen. Ich bin elektrisiert am Boden. Ich kann nichts machen. Wenn er mich beißt, bin ich finito. So. So. Die Schnellmuni wird rausgeholt. Mann, ist das ein Brüllaffe. Irgendwann tun mir die Ohren weh. Das nervt mich an dem Viech, dass es nicht die Klappe halten kann. Zack. Kann ich so weit schießen? Kann ich. Der will zu mir. Muss nachladen, lass mich. Nein, ich bin verwirrt, nein. Warte mal, wenn ich jetzt dahin ziele, trifft es dich in der Luft. Kannst du, glaube ich, auch von der Höhlendecke runterbrappen. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich die Streumunition so schießen kann, dass sie ihn da oben trifft. Funktioniert aber leider nicht. Für solche Momente bin ich echt froh, ein Schütze zu sein. Kann ich wenigstens noch von der Decke schießen. Und die Fliegenden, die stören mich auch weniger. Wo man schon vom Fliegen spricht. Bleib hier, Tintenfische. Okay. Dämon. Hab nicht getroffen. Ach stimmt, ich habe ja noch diese Viper-Muni. Feuer. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich die habe. Ach, Schnitt. Meine Lieblingsmunition. Vor allem, weil man damit ja auch noch Sachen abtrennen kann. Schön, um irgendwelche Monsterschwänze abzuschlagen. Ich muss ja erstmal rauskriegen. Ja. Ich muss dann erstmal rauskriegen, dass man das beim Basarios auch machen kann. Das habe ich auch nicht gewusst. Dass man den kleinen Stummel abtrennen kann. Ich war komplett verwirrt und hab das erstmal ausgetestet, woher ich denn so ein Basarios-Schwanz bekomme. Weil ich nicht für irgendwas brauchte. Ich brauche den immer noch. Ich wusste es erst, als ich da gelesen habe, ich brauche für irgendwas Basarios-Schwanz. So ging es mir auch. Hä, ich brauche einen Schwanz. Das Vieh, in dem Vieh kann man den Schwanz abhacken. Okay. Winigo. Wie auch immer man das kleine Ding abtrennen will. Irgendwas ist kaputt gegangen. Ich hab mich ein bisschen aufgekratzt. Ah, okay. Ich hab's nicht ganz gesehen, weil ich nur die Schnittwunden gesehen habe. So, ich hab dir und der Katze eine verpasst. Einmal daneben. So, jetzt kann ich meine Mega-Munition wieder verwenden.
wofür ich mich extra einmal hinhocken muss. Viech ist kein nahkämpferfreundliches Tier hier mit seinem Elektroschock. Ich bin froh, dass ich 10 Kilometer wegstehe. Dass sie die Munition selber macht, ja nicht den Schaden, aber die Explosion, die dabei rauskommt, die ist schön. Zack. Zack. Er und sein Gummihals. Lebenspulver. Mir ist die Schnitt und die explosive Muni ausgegangen. Nein. Ach Mann, geh doch weg von mir. Deswegen hat sich die Blitzgegner jedes Mal in den ungünstigsten Zeitpunkten. Erst da bist du gelebt. Ich bin froh, dass ich für so, dass ich eine Zinnogerrüstung habe, weil, da, weil der Blitzschaden mich dann nicht wirklich interessiert. Und da rennt er schon wieder weg. Komm her, Vögelchen. Wow, Treffergenauigkeit mit dem Feuerball, den Sturmtruppler. Ich wollte eigentlich den Ketsu damit treffen. Sturmtruppler dessen. Immer wieder gut. Die nicht treffen können, ne? Richtig. Ich treffe beide, weil die genau hintereinander stehen. Ich frage mich, ob ich dich da runterschießen kann. Wahrscheinlich nicht. Du machst den Agnuson, wenn ich da drauf bin, ja auch keinen Schaden. Doch, den treffe ich die ganze Zeit. Kriegt aber nicht viel Schaden. Er kriegt, glaube ich, 4 oder 5 Schadenspunkte, wenn da einer drauf hat. Also die Schrapnell, die streut mehr als die Schrotmunition. Linke Seite von Kesu ist verletzt. Das ist die rechte, nicht die linke. Ganz egal, ich halt einfach weiter drauf. Ach, jetzt bist du, ne? Jetzt, wo der Agnuson weg ist. Dafür kommen sie erstmal da rein. Auf dass du Kopfschmerzen kriegst. Der Schmerz hat sich sogar gesteigert mit jedem Stoß. Hinten verschwunden. Nee, für Schrot muss ich einfach direkt vor dem stehen, sonst macht das gar keinen Schaden. Nerv mal. Ich setze hier meine Nebelschnecke hin. Ich habe gerade eben nämlich eine eingesammelt. Also wenn du sie nutzen willst, da steht sie. Hat die direkt reingeschossen. So, hier drinnen stehen. Schrapnell. Das trifft mich zum Glück nicht. Gerade so. Kannst du mal wieder stillstehen, denn das ist viel. Nee, der mag meine Schrapnell nicht. Ich will dir wehtun. Ja, ich muss auf den Kopf ziehen, da machst du den meisten Schaden. Ist er denn schon so weit? Katze? Nee, anscheinend nicht. Zumindest ich sehe es noch nicht. Aua, meine Ohren. Irgendwann bin ich taub. So, jetzt direkt ins Gesicht. Jetzt wurde also rein. Ach komm, jetzt können wir ihn noch umbringen. Mann, brüllt er gleich doppelt. Das hat ihm nicht gefallen. Das interessiert mich aber nicht. Der Stichi Schrapnell eigentlich auch?
Aua. Nicht, dass ich es bemerken würde, während ich in meinem Angriffsrhythmus bin. Oh, ich hab die Schrapnell komplett verbraucht. Au. Nein. Komm, geh mir weg mit dem Blitzen. Ich habe auch kein Lebenspulver mehr frei. Die beiden, die ich mit hatte, habe ich schon verbraten. Hier kommt meine Bavory-Munition. Aua. Gerade so. So, jetzt verreck doch endlich. Könnte vielleicht. Gib dir jetzt persönlich eins auf die Nase. Könnte vielleicht den einen oder anderen Donnerbeutel gebrauchen. Ich habe ihn zweimal eine gepfeffert. Bitte greif nicht mich an, greif nicht mich an! Natürlich greift er dich an, wenn du sowas sagst. Ich wollte gerade schießen! So, verreck! Es hinkt, er hinkt. Aber wohin? Nirgendwo hin. Ins Grab. Gerade so mit noch etwas mehr als gelber Schärfe beendet. So, ich kann dir einmal Rüstung ver... Ich hab dich nicht mitgenommen, oder? Nee. Ich komme aber hinterher. Okay. Wenn ich in der Halle bin, kann ich deine Quest noch vom Schild annehmen und hinterher springen. Ich hab meinen Kollegen vergessen. Ich mach jetzt offenbar alleine. Es war nicht mal Absicht. Viel Spaß als Schütze alleine gegen den wütenden Hasen. Vergesse ich erstmal den Kollegen mitzunehmen. Na gut, wenn er sich noch irgendwie anpassen will, gehst schon mal voraus und du bekämpfst ihn schon mal und der andere kommt dann einfach daher. Mal rüber. So, erstmal mit der Giftmoni auf den drauf. Ein paar Elixier einsammeln. Oh, ein bisschen zu weit gesprungen. Okay, mit der habe ich wieder diesen Explosiven statt die Gatling. Aber damit kann ich wenigstens snipen. Je näher ich dran stehe, desto mehr macht das einfach alles Schaden. Na, beim Popo vorbei. Okay, er ist vergiftet. Jetzt kann ich versuchen zu leben. Für das nächste Mal, wenn wir sowas machen, dann habe ich auch irgendwie einen Talisman dabei, der provozieren hat, dass die eher fokussen. Ich kann ja auch das nächste Mal wieder auf Klinge gehen. Also, ich finde das aber auch wesentlich nützlicher, wenn ich hier den Schützen mache, ihn lähme und du in den Nahkampf gehst. Schön, dass wir die Puppe versohlen. Nein! Erstmal 10 Jahre am Laden. Aber schön, mein Gewehr kann auch noch leuchten. Ich will wissen, wie viel Schaden das macht, wenn das so leuchtet. Komm mal ein bisschen näher, bitte. Andere Richtung, du dämlicher Hase. Ich setze jetzt einfach eine Fallgrube. Aber vorher... So, dann kann ich die wenigstens in Ruhe setzen. Fallgrube. Und der große Sushi da gleich rein. Fragst dich ja nicht. Ich lade schon mal. Jetzt machen die eh erstmal einen Revierkampf, die beiden hier. Du willst mich doch verkackeiern. Mal ausprobieren, kann ich den Hasen in die Falle reiten? Kannst du! Gut zu wissen, dass wenn er nicht reingehen will, du ihn einfach zwingen kannst. Ich habe nicht getroffen. Ich stand direkt vor ihm und habe nicht getroffen. Dom Truppler?
Ja, anscheinend. Denk dran, dir die Raupe zu holen. Raupe. Da. Laternendingens. Ich lasse dir sowas jetzt einfach erstmal. Auch wenn meine Rüstung für den Kampf gegen Lagomi nicht ganz so doll geeignet ist, weil ich mich Ich habe die Kröte aktiviert, dann hat er ein Spielzeug. Kann aber auch nicht stillhalten mit dem Hase. Nee, der muss rumsprinten. Aber ich habe gemacht, dass er für dich stillhält. Ist erstmal gelähmt. So, einmal nach rangehen. Ins Gesicht. Jetzt kommt mein Gift. Das Gift braucht ein bisschen länger. Die haben ja auch immer irgendwelche Resistenzen gegen die einzelnen Statusveränderungen. Streuung! Das nervt auch nicht meinen Kollegen! Aua! Der will aber auch nicht stillhalten! Nee. Der Hase ist nicht zu schützen, wenn die irgendwie große Fokus-Kombos aufbauen wollen. Dasselbe kann ich aber auch behaupten von meiner Elan-Kombo. Aua! Ich bin nicht das Monster! Okay, dasselbe müsstest du aber eigentlich auch die Zeit schreiben, wenn ich die Streuung aktiviere. Das war ein heißes Hinterteil. Die Ohren sind immer noch ganz, ne? Ja, noch. Muss näher ran. Sollte treffen. Nein! Lustig wäre gewesen, wenn ich dich im Lauf erwischt hätte. Auf den Lagombi ziehen und den Kollegen treffen. So, jetzt wird gesprengt. Ist irgendwas kaputt gegangen. Das waren seine Ohren. Was anderes. So, wenn er jetzt lang genug stehen bleibt. Dann krieg ich doch von mir ein Geschenk. Noch hängt da am Faden von deiner Katze. Ja, dafür ist die nützlich. Meine Perforiermunition bringt mir bei dem überhaupt nichts. Zu wenig Fläche. Der ist zu klein. Im Almudron, da würde es mir was bringen. Da ist ja richtig viel zum Treffen. Das Monster, das ich am wenigsten leiden kann. Ey, der macht neue Landschaften für einen. Für mich wunderbar. Für mich ist das auch ganz lustig, wenn ich dann einfach zwischen den Pfeilern hin und her hüpfe. Weil ich mag den einfach nicht. Der hat von mir 10.000 explosive Dinger im Hintern. Bitte im Sprung. Komm. Och man. Das hätte ich jetzt lustig gefunden. So in der Flucht nochmal wegbratzen. Komm her, du dämliche Erlitz. Ich finde Frostmunition, dabei kann ich die gar nicht verwenden mit der Knarre. So, die Spezialmuni ist drin. Bitte herkommen. Nicht damit. Großer Schneeball. Ich kann den damit auch noch lähmen. Also so ein bisschen Ballerballer machen. Als hätte ich ihm eine Blitzbombe reingejagt. Nur im Besser. Wird doch schaden. Die Perforiermuni bringt bei dem tatsächlich gar nichts. Das ist nur ein Single-Hit-Schuss. Ich treffe doppelt. Aber es bringt halt wirklich gar nichts. Und dasselbe gilt für die Perforiermunition. Also die normale.
Hier klebt Munition für mich. Schlitzbeere, Schnitz kann ich mit der Waffe nicht verwenden. Nein, lass mich noch ausweichen. Lebenspulver! Gern geschehen. Dankeschön. So, kann ich die schon verwenden? Jedes Mal unterbricht er meinen Sakura-Hieb damit. Ich kann noch nicht schießen. Jetzt kann ich. Ich hab's irgendwie an beide Klauen dran gekriegt. Ach, guck mal, der will in den Schnee spielen. Komm, ich mach mit. Dieselbe Effekt wie der Schlamm von meinem Mutraum. Einfach nur ein bisschen langsamer. Es gibt ein drittes Monster, was das auch verteilen, was so einen Dreck auch verteilen kann. Der Barov. Der macht das auch okay, ganz gern. Dann sind's vier. Den habe ich wieder vergessen. Habe ich ihn nicht gerade? Ach, ich habe ihn nicht fertig aufgestellt. Okay. Ja, komm. Komm her, Hagi. Komm, danke. Fertig. Leg dich hin, mach ein Nickerchen und geh uns nicht auf den Keks. Braves Tier. Ja, das wär's dann für heute, ne? Ich hole mir jetzt noch ein paar Knochen ab. Schaffst du das denn noch? Ja. Nee. Na, verdammt. Ich lag auf dem Knochenhaufen.